Hallihallo, Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu Planet Zoo. Mit einer Woche Pause starten wir nun wieder durch und ja, ihr hört es schon, ich bin immer noch ein bisschen, ein bisschen erkältet. Das sollte ihm aber ganz hier keinen Abbruch bringen, denn ich habe irgendwie trotzdem Bock. Ja, man kann ja nicht immer nur die ganze Zeit sich schonen. Ich habe jetzt auch mal Bock hier weiterzumachen und das natürlich mit euch zusammen und mit quasi sicheren Abstand. Und ich habe mir diesmal überlegt, wir machen das einfach mal ein bisschen anders, ja. Das schont meine Ressourcen und wir kommen trotzdem voran und ja, also wir machen diesmal direkt zusammen, bauen wir ein Gehege, ja. Innerhalb von, ja, mal gucken, wie lange wir brauchen, ob wir es in der Zeit schaffen, so in 30, 35, 40 Minuten, müssen wir mal gucken. Wenn nicht, machen wir einfach das nächste Mal weiter und das hilft mir einfach, dass ich dann das danach nicht noch ewig schneiden muss und nachsprechen muss. Und somit seid ihr dann quasi direkt dabei. Vielleicht gefällt es euch ja auch viel mehr als diese ganzen Speedbuilds. Und ja, wenn das so der Fall sein sollte, dann lasst es mich gerne wissen. Genau. Also, ich habe mir gedacht, wir machen diese Folge, beenden wir so ein bisschen das Gebiet, ja. Erstmal zumindest. Das Gebiet haben wir hier schon relativ gut hier eingegrenzt mit dem Besucherweg. Vielleicht kommt das ein oder andere Gehege vielleicht hin noch dran oder hier bietet sich ja noch irgendwas an, was so ein bisschen das Alpengebiet ein bisschen ausklingen lässt. Aber ich will dann auch irgendwie ein bisschen thematisch ein bisschen weitergehen. Da müssen wir dann mal gucken. Aber jetzt fangen wir erstmal hier an und zwar beginnen wir mit unseren Fledermaus-Gehege. Fledermaus heißt doch so, oder? Kennt ihr das, wenn ihr irgendwie ein Wort sagt und er denkt, irgendwas stimmt daran nicht? Aber ich glaube, das ist dem ist so. So, Fledermaus. Und zwar, da muss ich überhaupt mal gucken, wo wir das überhaupt finden. Da fängt es ja schon mal an. Also da schon mal nicht. Vivarienhandel. Ne, da will ich ja gar nicht hin. Also Gehege. Die sind bestimmt hier irgendwo. Könnte ich mir jetzt gut vorstellen. Da. Da sind sie schon mal nicht. Da sind sie auch nicht. Wo finde ich die denn? So. Da ist die Disco-Kugel. Komisch. Also hier ist es schon mal nicht, oder was? Vielleicht bei Bau? Nee, hier glaube ich nicht, dass das hier ist. Das ist schon bei Gehege oder ist das bei Barrieren? Nee. Ja, da fängt es ja schon mal gut an. Das ist schon mal ein guter Start. Wo und da was finde ich die denn? Also ich suche ja hier diese neuen Gebäude, die jetzt hinzugekommen sind, wo wir Fledermäuse, das gibt's doch gar nicht. Bau, Einrichtung, bei Einrichtung gibt's die wahrscheinlich. Ja, natürlich. So, Mitarbeiter bei Terrarien natürlich. Hätte ich auch direkt drauf gucken. Oh, das sieht so toll aus hier. So, das müsste ja dann das hier dran, ne? Betretbares Vivarium. Das ist es. Oh, das ist ja ganz schön mächtig. Heidewitzka. Ob das überhaupt da hinpasst? Okay, also so wird es hinpassen. Die Frage ist nur, also ich will das natürlich so ein bisschen, ich will das eigentlich so ein bisschen haben. Müssen wir das nur nach oben boxieren? Denn ich will das hier so eine, wie hätte es auch, also wie sollte es auch an der Seite eine Felswand ist. So, das snappt jetzt mit dem Weg da drüben ein. Das will ich eigentlich sogar gar nicht. So. Müssen wir mal gucken. Ich baue das jetzt einfach mal hier hin. So, jetzt haben wir es schon mal gebaut. Okay. Wird spannend, ob wir das jetzt irgendwie unterkriegen. So, das beenden wir jetzt erstmal. Dann versuchen wir jetzt erstmal die Wegführung.
Also, das Riesen hat Nachwuchs, sehr gut. Welche Steine, welche Wege nehmen wir denn da? Pflasterstein? Schiefer. Schiefer finde ich auch geil. Seit wann gibt's das denn? Da habe ich ja nie gesehen. Da ist aber eine richtig geile Textur. Wie ich finde zumindest. So, dann machen wir das mal so. Ich hätte es schon gern so ein bisschen... So. Nee, da will ich eigentlich nicht rein. Ich würde schon gern, dass die da oben so ein bisschen... entlang gehen können. Wir haben ja hier genug Platz. Also daran... Das heißt, der Weg geht dann quasi... so ein bisschen hier geschlängelt. Natürlich mit Rampen, keine Treppen, damit jeder da hochkommt, ja. So. Jetzt eröffnen wir den Weg ein bisschen breiter. Und dann kommen wir schon gar nicht dran. So, wartet mal. Wir gehen einfach hier ein bisschen um die Kurve. Jetzt wird es direkt mal dunkel. Das wollte ich ja natürlich nicht. Kann ich das jetzt nicht so? Doch, so. So will ich es haben. Ja. Perfekt. Kriegt man das jetzt noch irgendwie hier so? Nee, das kriegt man nicht hin. Wäre zu schön, um wahr zu sein. So, es ist aber kurz dunkel, aber das sollten wir gleich wieder hell kriegen. Oder ich mache einfach mal kurz die Zeiten hier. Mal kurz auf 16 Uhr. Unser Zoo hat auch ab 5 Uhr auf. Das geht natürlich auch nicht, ne? So, dann wäre... dass die Tickets so günstig sind. Das ist echt Wahnsinn eigentlich, ne? Ist immer noch zu günstig. Ich meine, an mir soll es ja nicht... Jetzt wollte ich zwei Wörter mit einmal sagen. An mir soll es nicht scheitern, so. Ich habe mich für ein Wort entschieden. So, Tierwohlaktivisten. Was ist da jetzt schon wieder? Ah, das... Da kommen wir schon wieder hier. Wohlbefinden. Ich glaube einfach, wir müssen den einfach, wir lassen das Tier einfach frei. So, wie sieht es jetzt aus? Genau. Das Tier ist gestresst, weil... Warum bist du gestresst? Das würde ich mal gerne jetzt wissen. Warum bist du denn gestresst? Gut. Das soll uns jetzt erstmal nicht interessieren. So kommen wir hier nicht voran. Also der Weg nach oben ist schon mal gemeistert. Jetzt brauchen wir noch den Weg nach unten. Und da nehmen wir den. Ja, das will ich natürlich nicht. Achso, ich habe es... Nee. So, die kommen da raus. Gehen noch so ein bisschen durch die Höhle durch. So. Nee, du sollst nicht einsnappen. So. Dann machen wir es erstmal so. So geht's dann hier runter. Wunderbar. So, jetzt müssen wir uns mal mit dem Vivarium hier beschäftigen. Markt für, okay, Vivarien anfordern, anpassen. Okay, also es ist zum ersten Mal, dass ich so ein Vivarium überhaupt habe. Wand. Wand 1. Ich weiß nicht, welche Wand ist denn hier? Ach, das ist die hier. Genau, die wollen wir leer haben. Drahtgeflecht. Netz. Glas. Stabil. Okay, leer. Gut, die wollen wir leer haben. Die Wand 2. Das ist die da hinten. Wir wollen eigentlich alle Wände leer haben. Das ist die. Genau, okay. So.
Und die Decke. Da wollen wir Drahtgeflecht mal reinhaben. Netz. Okay, das ist sehr feinporig. Nehmen wir mal das Drahtgeflecht. So. Der Boden. Ach, den könnte ich auch rausnehmen. Da können wir natürlich so ein bisschen tun, als ob das auch in die Tiefe geht, ne? Wir lassen es erstmal auf stabil. So, Tür 1. Ach, wir können, also selbst die Türen können, ne, die PVC-Dinger, die lassen wir mal. Gut. Wand- und Deckenmaterial angleichen. Das verstehe ich jetzt nicht, was das ist, aber okay. Und dann haben wir nicht noch die Möglichkeit, hier drinnen irgendwas zu machen? Markt für Weintiere anfordern. So, das haben wir jetzt gemacht, ne? Es gibt bestimmt irgendwas hier mit Einrichtung. Da weiß ich jetzt natürlich gar nicht, wo das jetzt ist, ne? Okay. Das können wir immer noch machen. Jetzt müssen wir erstmal die Außenverkleidung machen. So, dann müssen wir erstmal gucken, wie wir das gestalten wollen. Nehmen wir natürlich Natur, Felsen. Denn da soll ja eine Höhle werden, ne? Das ist ja ganz klar. Wo die... Das wäre natürlich auch cool, wenn wir das hier so in die Mitte so rein platzieren können, ne? Könnten. Mal gucken. So, natürlich will ich wieder meine Standardfelsen haben, ist ja ganz klar. So, dann tun wir das mal so ein bisschen so. Klappt das? Ja, das passt eigentlich exakt sogar. Ja, dann müssen wir jetzt mal gucken, wie wir das haben wollen. Am besten wäre eigentlich, wenn wir hier so eine Mauer hätten und die dann so ein bisschen ausschmücken, ne? Quasi. Dann müssen wir aber doch den Boden wegmachen. Oder wir lassen den jetzt erstmal. Ein bisschen gucken, dass wir ein bisschen Abwechslung reinkriegen. Mit einem anderen... Mit einem Stein hier. Das ist ja aber irgendwie nicht so, wie ich den haben will. So. Jawohl. So, was haben wir hier? Das ist ein bisschen kleinerer. Dann nehmen wir hier hinten einfach nochmal einen großen Stein. Das passt schon. Und hier auch. Nebendran hören wir die Füchse. Wow, wow. Also ich gehe mal davon aus, dass die Fledermäuse ja nicht fliehen können. Ne? Das ist ja so eine eingestellte Barriere für die. Hoffe ich jetzt zumindest. Wo die nicht raus können. Ne? Oh, Tier verstorben. Das ist nicht gut. Welches Tier ist gestorben? Ah. Oh. Da. Tja, so ist es halt. So ist es halt. So, da haben wir schon mal unten ein bisschen. Oh, da haben wir aber noch ganz schön viel zu tun, ne? Wir könnten natürlich auch so tun, als wäre das so ein altes Hüttchen, ne?
Wisst ihr, was ich meine? Nee, das machen wir nicht. So, wir müssen nur irgendwie gucken, dass wir da so ein paar Lücken auch reinkriegen. Das wird gar nicht so einfach, wie ich mir das so bildlich vorgestellt habe. Glaube ich zumindestens. Denn wir brauchen doch ganz schön viele Felsen. Aber das kriegen wir schon hin. Weil wir müssen hier bis da oben hin. Das ist ja schon krass, ne? Naja, gut. Uns unterstützt die Planet Zoo Musik. Ist doch wunderbar. Ich will immer Coaster sagen. Das ist doch irre. Wobei Blended Coaster hätte ich auch mal wieder Bock zu zocken, ne? Bin ich ganz ehrlich. Aber nein, wir sind jetzt hier erstmal hiermit ausgiebig beschäftigt, würde ich sagen. So, müssen wir mal hier ein bisschen auch den Weg schon mal vorbereiten. Dass wir dann irgendwann dann später nicht so viel machen müssen hier. Oh, der passt super hier so rein. Bisschen schräg anschrägen. So. So. Ich würde mir wünschen, es gäbe noch so große, breite Felsen. Also der ist ja schon groß, aber ich bräuchte einen, der nicht so hoch ist. Der zwar, also der halb so hoch ist, also so ungefähr wie der hier, nur das nur noch ein bisschen anders. So. Versuchen wir den mal so ein bisschen hier rein zu. Wir können ja eigentlich auch so ein bisschen über den Rand drüber, ne? Das ist ja gar nicht so schlimm. So. Das ist gar nicht so einfach, die dann so passend da so rein zu puzzeln. Ja. Da haben wir doch schon mal ein bisschen was hier ausgekleidet. Den drehen wir einfach so rum, dann nehmen wir den jetzt so. Ja, genau. Drehen den ein bisschen nach uns, für uns nach oben. So. Drehen den ein bisschen. Hahaha. Ach, das ist sie hier. Sie. Oh, der Biber wird bald sterben. So, dann haben wir zumindest von vorne schon mal den Weg ein bisschen mit Stein bepflastert. Ich lande hier immer im Baum drinne. Ja, okay. So, das müssen wir irgendwie hinkriegen, dass wir das verkleidet kriegen, ohne dass das irgendwie so üppig, also ohne dass es halt so viel aussieht, ne? Das ist, glaube ich, jetzt so ein bisschen die Kunst dahinter. Und auch die Challenge an uns, das so zu meistern. So, da stopfen wir den rein. Könnten hier eigentlich
gerade so ein bisschen zwei Stück übereinander machen. Ich fast schon drei, ne? Oh ne, den wollte ich dann doch nicht dort haben. Der ist mir dann drin ein bisschen zu viel. Sonst haben wir hier drinnen gar keinen Platz mehr. So, und hier müssen wir eh gucken, dass wir hier so ein bisschen... Müssen wir eh auch alles verkleiden. Wir wollen natürlich hier diesen komischen hässlichen Boden nicht sehen, ne? Mal gucken, dass das jetzt nicht zu blöd aussieht. Zu einheitlich. Ich finde, ihr könnt auch ruhig mal den Felsen durchgucken. Das ist überhaupt nicht so schlimm. Weil schließlich wollen wir ja so eine Art Tropfsteinhöhle machen. Findet man ja oft auch in so... in Zoos, dass es genau dann so gemacht wird, ne? Mit so einer nachgebauten Höhle. Also wenn. Es gibt ja nicht viele Zoos, die das so haben. Was? Kämpfe? Die gehen mir auch ein bisschen auf den Sack hier mit ihren Kämpfen. Warum machen die das denn? Wo sind sie? Einer fliegt raus. Das wird wahrscheinlich... Weiß ich jetzt gar nicht. Der ist ausgewachsen, 11 Jahre. Wo ist denn der andere hin hier? Ja, fast ausgewachsen. Er ist jetzt aber der Alpha, ne? Egal, den tun wir mal ins Handelszentrum. So. So, Gott. Muss ja mal gucken, wo wir das Gehege haben. Hier natürlich. So. Dann brauchen wir weiterhin, auch hier hinten, diese Teile. Natürlich wollen wir nicht, wir müssen ja so ein bisschen so versuchen, dass wir so eine kleine, so eine gewisse Tiefe reinkriegen. Auch wenn das gar nicht zum echten Gehege dazugehört. Vielleicht hätte ich auch gleich mit diesen Wänden hier arbeiten sollen. Warte mal, ich könnte auch sogar hier, dann gehen wir da nämlich so ein bisschen auch in die Tiefe. Ja. Wartet mal, wir können sogar... ich kann ja sogar hier auch eine Wand reinziehen. Man kann das so ein bisschen, dann sieht man nämlich hier diese Einrichtung auch schon mal gar nicht. Weil das wollen wir ja so auch so ein bisschen verstecken. Dann kommen die hier nämlich raus und sind eigentlich noch in der Höhle drinne. So habe ich mir das vielleicht auch gedacht. So, dann kommen die nämlich hier raus und sehen das. Dann kommen die hier raus und müssen hier erstmal so um die Ecke und kommen erst hier unten oder so raus. Oder hier oben halt, ne? Die gehen da auch schon durch, obwohl es noch gar nicht offen hat. Finde ich auch toll. Huhu. Vor allen Dingen im Partnerlook. Orange oder orange? So. Dann, das heißt, das müssen wir natürlich auch noch verstecken hier. So, dann können wir ein bisschen schräger machen. Das ist überhaupt kein Problem. Nee, dann machen wir was hochkant rein. Nee, will ich jetzt auch nicht. So. Jawohl. So, und eigentlich müssen wir noch viel höher... Also, das ist eigentlich ganz gut, dass ich das hier oben gelassen habe, weil dann wissen wir wenigstens, wie hoch das noch werden muss. Und wir müssen noch ein bisschen in die Höhe, ne?
Das heißt, wir müssen die jetzt mal kopieren. Müssen so ein bisschen nach oben. So, ich will aber nicht exakt so nach oben, sondern... Dann kriegen wir nämlich auch verschiedene so ein bisschen 3D-Möglichkeiten rein. Indem wir das einfach, ja, so. Ja. Wisst ihr, was ich meine? Also wir versuchen hier so verschiedene optische Dinge da so mit reinzubringen. Ob das am Ende so klappt, keine Ahnung. Ja, kann ich euch nicht sagen. Das kann ich euch nicht sagen. Jetzt nervt mich tatsächlich hier so ein bisschen das Gitter, aber egal. So. Dann können wir gucken, wir mal, ob wir hier, das ist zu groß. Da können wir nämlich das mit Moos nehmen. Das ist doch eigentlich ganz gut. So, dann stopfen wir hier schon mal die Lücke damit. Ja. Dich will ich dann ein bisschen weiter vorhaben und weiter runter und rüber. Dich hätte ich auch gern so ein bisschen so. Und dich hätte ich gerne noch ein bisschen... So ist doch super. So, kurz vor der Inzucht. Ja, bei den Flamingos ist das jetzt nicht so wild. So. Müssen wir nur irgendwie gucken, dass wir das hier oben natürlich auch zukriegen. Und hier drüben natürlich, ne? So. Dann machen wir das mal so ein bisschen so. In der Hoffnung, dass das jetzt nicht so wirklich auf die andere... die andere Seite sich auswirkt. Genau. Auch hier gehen wir wieder nach oben. Und so ein bisschen nach hinten. Ja, also ihr wisst so ein bisschen ungefähr, wo ich hinaus will, ne? Nehmen wir wieder... Ach, mein Gott. Dann nehmen wir wieder das. Das wollen wir natürlich nicht hier haben, sondern hier oben. So. Das wollen wir natürlich hier drüben auch so ein bisschen rein haben. Natürlich hier Moos, ja, weil hier bleibt das Wasser, die Feuchtigkeit hängen hier und da entwickelt sich halt irgendwie Moos. Ja, so ist zumindest mein Gedanke. Ob das am Ende realistisch ist, ja, weiß ich jetzt auch nicht. Bin ja kein, weiß ich nicht. Wie nennt sich denn einer, der sich mit Stein beschäftigt? Ist das ein Geologe? Wahrscheinlich schon, ne? So, das können wir auch so ein bisschen überstehen lassen oben. Dann machen wir das genauso. Nee, hier machen wir es dann so. Und hier... schieben wir das einfach noch ein bisschen... bisschen so voran. Genau. Hier unten machen wir einfach noch eine Steinplatte, normale Steinplatte rein. So, dann ist das auch zu. Dann
stopfen wir natürlich hier. Das müssen wir natürlich auch ein bisschen stopfen. Natürlich auch verkleiden von innen. Ach, das ist auch ein anderes Teil hier. Ein bisschen größer. Ist gar nicht so schlecht eigentlich. Ja, das verkleiden wir dann noch ein bisschen. Hier diesen Balken. Was können wir denn da dran machen? Da können wir hier sowas drumrum wickeln, ne? Sieht ja eigentlich ganz gut aus, oder? So. Haben wir das schon mal reingesetzt. So. Das gleiche brauchen wir natürlich auch noch für die andere Seite. Da muss ich mal überlegen, wie wir das hier machen wollen. Das war das hier, ne? Oder haben wir das jetzt genommen? Oh, ich weiß es gerade gar nicht. Naja, wir nehmen mal das hier. Und auch hier gehe ich mal so ein bisschen nach außen. Bisschen schräg. Oder so. Ich weiß aber nicht, ich setze einfach immer irgendwas so, einfach so intuitiv. Wir könnten ja eigentlich auch die Höhle so ein bisschen vorne hinsetzen. So, und dann mal gucken, wie wir hier irgendwie so hier vielleicht wieder das andere nehmen. So kriegen wir auch erstmal gut Wände rein, ohne dass wir diese großen Brocken da reinhauen müssen. So, da kommt dann ein größerer rein. Genau. So, hier vorne hauen wir jetzt so große, nochmal so ein paar große Dinger rein. Schönst am besten so ein bisschen eckig raus. Ja, so ist doch eigentlich ganz gut. Besten wäre natürlich, wenn wir hier noch so eine kleine Sitzbucht hätten, ne? Ginge das denn überhaupt? Ja. Ach so, das ist hier wieder dieses... Einfach so. Ja. Perfekt. So, dann müssen wir nur gucken. Das wäre eigentlich von der Höhe okay. Die müssen wir nur umdrehen. Und jetzt als Decke benutzen. Da
Müssen wir einfach mal gucken, wie es am Ende ausschaut, ne? Oh, es kommt auch noch Schnee. Na, gute Nacht auch hier. Freuen sich unsere Tiere nicht. Wobei ich mir vorstellen kann, manche werden wahrscheinlich kein Problem damit haben. Manche aber schon, ne? So. So, da hinten hauen wir jetzt noch so ein bisschen... Nee, die nicht rein. So eine Wand rein. Und da fällt das doch schon fast alles gar nicht mehr auf hier. Wahrscheinlich haben wir viel zu viele Felsen jetzt ringsrum gesetzt. Aber egal. Ja, machen wir so rein. Na? Unseren Zoobesuchern ist es, glaube ich, auch sehr kalt. Ja, hätten sich mal was mitbringen müssen. Anzuziehen. So, jetzt haben wir natürlich oben hier oben noch ein bisschen Nachholbedarf, was die Decke betrifft, aber das kriegen wir jetzt auch noch hin. Okay, so, es ist das schon mal zu. Da kann man so mal ein bisschen reingucken, ne? Müssen wir mal gucken. Oh, Rotes ist erwachsen. Ich hoffe, das ist... Nee. Aber die müssen wir trotzdem mal ein Verhüterli geben. So, dann haben wir hier jetzt unsere... Sieht doch schon gar nicht so schlecht aus, ne? Guck mal, hier machen wir jetzt, damit wir da uns das mal vorstellen können. Wie die sich da so hinsetzen. Achso, wir hätten natürlich so machen müssen, ne? Na, egal. So. Und noch ein Mülleimer. Den muss ich ja nicht kopieren. Können wir dahin packen. Beide Seiten. So, da können sie sich auch ein bisschen noch hin platzieren. Und zwar regnet es dann da auch nicht. So, das ist jetzt unsere üppige Höhle. Ja, noch nicht ganz. Die ist oben noch ein bisschen offen. Wie viel haben wir denn schon? Okay. Ich würde sagen, wir machen einfach weiter. Ich habe da jetzt auch ein bisschen Bock, da jetzt weiterzumachen. Noch geht's. So, ich weiß allerdings immer noch nicht, wie ich an diese ganzen Sachen komme. Die wir dann natürlich brauchen für die Fledermäuse. Da muss ich mich mal ein bisschen mit reinfummeln. So, hier brauchen wir natürlich... Noch ein bisschen... Müssen natürlich hier irgendwie ein bisschen zu werden. Und oben soll ja auch zu werden. Oder lassen wir oben offen? Nee, ist ja Quatsch, ne? Da regnet es ja rein. Das wollen wir nicht. Das heißt, wir können eigentlich schon mal jetzt anfangen. Hier so ein Dach drauf zu pflanzen. Jetzt müssen wir tatsächlich doch ein bisschen Abwechslung reinschaffen, weil das sieht man ja jetzt.
Wir müssen mal gucken. Ich mache erstmal das da drauf und dann würde ich so ein paar Akzente noch setzen. Das heißt, vielleicht so ein paar Löcher noch mit rein. Luftlöcher. Ja, ihr wisst, was ich meine. Damit wir da einfach da auch ein bisschen, ja, Höhlenfeeling kriegen. Das ist doch das richtige Wort. Höhlenfeeling, mein Gott. Also, ich hab's ja auch ein bisschen mit der Platte heute. So, dann drehen wir das jetzt einfach mal hier auch. Damit das nicht so wirklich identisch ausschaut. So. Und jetzt nehmen wir das hier. Irgendwelche Aktivisten sind schon wieder da. Und ich weiß nicht warum. Achso, das machen wir raus. Müssen wir gleich mal hingucken. Nicht, dass unser Zoo jetzt ein bisschen pleite geht dadurch. Das wollen wir natürlich nicht. So. So, mal gucken. Aktivistenkämpfe überlegen. Wieder bei den Waschbären. Gibt's ja gar nicht. So, die sind okay. Waschbär. Ja. Die haben aber auch hier ordentlich. Ich glaube, hier. Suffley müssen wir mal ein bisschen freilassen. Ja. Und ansonsten haben wir. Das ist Mutter und Vater. Das sind Kinder und das sind nochmal Kinder. Meine Güte. Ach du meine Güte. Achso, das sind ja die. Aber hier, die sind aber auch ein bisschen viel. Lassen wir auch mal frei und wir lassen noch mal einen frei. Hier die Trinity Charlotte, die gehört natürlich hier zum Inventar, das ist ja ganz klar. Tier freilassen. So, da ist schon unsere Höhle. Sieht es eher aus wie ein Kasten, ne? Zugegeben von oben. Aber wir versuchen da ja noch ein bisschen Struktur reinzukriegen. So, jetzt will ich aber erstmal das so ein bisschen hier verkleiden. So, wenn es jetzt ein bisschen schön ist, dann machen wir auch einfach mal ein bisschen auf Pause. Damit wir hier nicht so abgelenkt werden. Von Charlotte, Shirley und Co. Wieder ein Waschbär erwachsen. Das heißt, da gibt es wahrscheinlich gleich wieder irgendwelche Streitigkeiten. Na, hier komme ich nicht so ganz um die Kurve. Aber jetzt regnet es gerade, ist das jetzt nicht so toll. So. Und dann haben wir das so ein bisschen verkleidet zumindest. Fängt schon wieder an zu regnen. Hier oben. So, und dann geht's hier weiter. Hier oben hätte ich gern so einen, irgend so einen größeren Stein. Der hier immer so ein bisschen oben drauf liegt. Sowas hier zum Beispiel. Ja, mal gucken, ob der nicht ein bisschen too much ist. So.
Wahrscheinlich wäre er... Ne, so will ich den haben. So passt der auch hier, ja. Oh, der können eigentlich... So ist der eher gerade, ne? Können Sie mal noch ein bisschen... Ja, ja, Aktivisten. Ja, ja, ist doch in Ordnung. Sind die immer noch da, oder was? Ach, Mann. Ach, hier, Wohlbefinden. Ausgewachsen. Irgendwas stresst den. Ist der alleine noch hier drin? Wenn nicht, dann lass mir den jetzt einfach mal ins Handelszentrum rein. Haben wir denn hier noch Lachse? Lachse. Luchse natürlich. Nee, wir haben jetzt keine Luchse mehr drin. Oh, hier ist auch schon kaputt. Ersetzen. So. Ja, wir haben den Lux jetzt mal, der ist gestresst, weil der wahrscheinlich alleine ist. Habe ich nicht mitgekriegt, dass da Madame verstorben ist. Oh Gott, ich komme hier total... Wo sind wir denn jetzt hier? Hier. Mein Gott, das ist alles so verworren, dass man da leicht den Überblick verliert. So, weiter geht's. So. Ja, das ist eigentlich gar nicht so eine schlechte Idee, den hier rein zu pflanzen. Ja, so. Ja, gefällt mir sehr gut tatsächlich. Passt sehr gut hier rein. Müssen wir nur hier oben noch irgendwie... Ja, hier ist irgendwie großes Gewitter gerade, ne? Das ist doch... Der nächste Waschbär ist groß. Meine Güte. Müssen wir wahrscheinlich gleich auch wieder reingucken. So, hier müssen wir mal irgendwie gucken, dass wir... ...ein paar kleinere Steine da reinbringen. Und dann müssen wir wahrscheinlich gleich nochmal gucken... dass wir die Waschbären da jetzt rauskriegen. So, deswegen mache ich mal Pause. Ach, ich war noch nicht fertig mit dir hier, Mr. Stein. So, ja. Das war eigentlich ganz gut. Ja, schön. Guck dir mal so. Da wird er so langsam ein Schuh draus hier. Es wird. Hier vorne haben wir so ein bisschen offen. Könnten wir auch so ein Gitter reinbauen. So, wartet mal. Aber bevor wir das machen, müssen wir hier natürlich noch ein bisschen gucken, dass das so gewissermaßen irgendwie realistisch ausschaut. Das ist doch schon mal ganz gut hier. Nee, der Stein gefällt mir nicht. Der gefällt mir nicht. Wir machen mal hier an der Oberfläche ausrichten aus. Dann fällt mir das immer ein bisschen leichter. Packen wir hier noch einen hin. Ja. So. Nee.
der kommt dahin. Und noch einen größeren. Der kann dahin, das stimmt. Und dahin. So, und hier oben hätte ich gern noch so einen drinne. Ja, der ist mir fast schon zu groß. Ja, hier hin. Oh mein Gott, das ist ja auch wie so eine Symphonie hier, ne? Oder wir lassen da offen. Nee, da lassen wir nicht offen. Da kommt dann hinterher so ein bisschen Maschendraht rein. Dann müssen wir hier natürlich hier das noch ein bisschen ausfüllen. Sonst schwebt der. Das wollen wir natürlich nicht. Ja. Schön. Da auch. Sehr schön. So. Dann machen wir das gleiche hier hin. Boah, der passt ja wieder eins hier rein, ne? Hihi. Jetzt mal ein bisschen tiefer. Wie sieht es von innen aus? Ja, da hängt da halt so Brocken dann von der Decke. Das ist aber gar nicht so schlimm. So, Leute. Ich würde sagen, das ist schon mal unser erster Teil von unserem neuen Fledermaus-Gehege oder Höhle in dem Fall. Und ich werde jetzt im zweiten Teil dann fertig machen. Das seht ihr dann nächste Woche. Ich werde das natürlich jetzt direkt weiter basteln. Aber damit ihr auch ein bisschen Spannung habt und Neugier auf das nächste Mal, mache ich dann hiermit, ja, einfach mal einen Cut. Und bedanke mich, dass ihr in der heutigen Folge wieder dabei wart. Und würde mich natürlich freuen, wenn ihr das nächste Mal einschaltet, um zu sehen, wie es weitergeht mit dem Flamingo. Mit der Flamingo-Höhle. Ach Quatsch, Flamingo-Fledermaus-Höhle. Okay, mein Hirn ist jetzt noch ein bisschen benebelt. Aber ihr wisst ja, was ich meine, ne? Kurzer Versprecher. Hihi. Kann ja am Ende mal passieren. Ich wünsche euch ein wunderschönes Wochenende und genießt es und viel Spaß beim Zoo bauen, bei eurem Zoo. Und macht's gut. Bis nächste Woche. Tschüss.